Hi Leute und herzlich willkommen hier bei Nerdvation. Mein Name ist Sat und heute geht es um das Thema, wie finde ich den richtigen Gitarrenlehrer? Auch wieder so ein Thema, was ganz, ganz schwierig ist, weil was ist der richtige Gitarrenlehrer? Zumal ich vielleicht ein Problem habe und in meiner Gegend nur eine Musikschule ist oder ein Lehrer. Dann habe ich natürlich ein Problem, den richtigen zu finden. Aber hier mein großer Tipp. Ich habe in dem Sinne keine richtige Alternative, aber geht nicht zu einem Lehrer, wo ihr keinen Spaß habt. In vielen Schulen gibt es so eine Art Probemonat, wo man praktisch einfach mal fristlos zum Ende kündigen kann. Das heißt, man hat viermal im optimalen Fall mit dem Lehrer und guckt sich den an. Bei vielen Schulen gibt es auch nur eine Stunde. Da muss man schon relativ schnell gucken. Aber wenn ihr merkt, ihr geht zu einem Lehrer und er zeigt euch nicht das, was ihr können wollt, hatte ich auch schon immer mal wieder, wo man praktisch, ich sag mal ganz übertrieben, ihr wollt metalen. Ihr wollt richtig geil Metal, ihr wollt die Sweeps, ihr wollt Guns N' Roses, ihr wollt AC/DC alles und ihr kommt zum Lehrer, der eine Nylon-Gitarre hat, sich so hinsetzt und sagt, okay, ich zeig dir jetzt mal, wie man Flamenco spielt. So, dann habt ihr nämlich ein großes Problem, denn dann wird die Motivation relativ schnell aufhören und sogar wenn ihr am Anfang ein bisschen mitmacht, seid ihr nach einem Monat, zweimal, spätestens drei Monate später habt ihr keinen Bock mehr und dann werdet ihr Ausreden finden, warum ihr gerade nicht zum Unterricht kommen könnt, ja. Alles schon erlebt, alles schon gesehen. Das bedeutet, versucht einen Lehrer zu finden, der euch wirklich das beibringt, was ihr auch wirklich wollt, weil da habt ihr mehr von. Ich habe tatsächlich Schüler, teilweise, die ich schon über 4-5 Jahre habe. Das heißt praktisch 4-5 Jahre haben wir Spaß zusammen. Ja, es macht einfach Bock. Man hat immer wieder neue Sachen. Man kommt immer wieder mit neuen Sachen. Es gibt einen roten Faden, aber nicht so, dass man straight sagt, wir machen jetzt das, sondern mal kommt man mit dem Song, mal mit dem Song, alles, was einfach Spaß macht. Und das ist nämlich das ganz Wichtige. Jetzt ist natürlich das, was ich gesagt habe, Alternative. Wenn ihr jetzt jemanden habt, der euch gar nicht passt, ihr kommt vielleicht auch gar nicht ihr habt kein Commitment, ja, da kommt nichts. Also ihr merkt, das ist vielleicht ein 70-jähriger Lehrer, und ihr seid 20 und habt einfach Bock, Justin Bieber, Justin Timberlake und was weiß ich zu machen, so die ganzen neuen Ariana Grande. Und der Typ kennt das gar nicht. Ja? Ihr sagt, ja, guck mal auf YouTube, mach mal YouTube an. Und er sagt, you was? Dann habt ihr, wie gesagt, ein Problem, weil dann werdet ihr nicht glücklich damit. Wenn ihr jetzt keinen Lehrer in der Gegend habt, dann, das Thema hatten wir ja schon mal, dann müsst ihr auf Skype oder auf eine Online-Schule gehen. Ganz ehrlich, weil, wie gesagt, verschwendet da kein Geld. Wenn der Lehrer euch nichts taugt, habt ihr keine Chance, weil der wird sich nicht ändern, der wird nicht von einem Flamenco-Spieler zum Mega-Mettler und andersrum wird es wahrscheinlich auch nicht, dass ihr auf einmal sagt, na gut, dann nehme ich die geile Ibanez, die ich mir geholt habe, lege ich weg und jetzt spiele ich mal mit der Nylon-Gitarre. Ist eine ganz schwierige Sache, weil man will ja trotzdem lernen. Bei mir ist es immer so, jeder Schüler, der zu mir gekommen ist, an den habe ich mich sozusagen angeglichen. Meistens waren es Leute, die jetzt nicht mega Profis waren, das heißt, die hatten so ein bisschen Vorwissen und wollten, ich hatte einen Schüler, der wollte Stevie Ray Vaughan machen. Was habe ich gemacht? Ich habe mir einfach zwei, drei Stevie Ray Vaughan Songs angeguckt, habe mir eine DVD geholt und habe das mir angelernt. Und an alle Lehrer hier, die zuhören, es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich, wenn ihr sagt, ihr habt den Schüler und ihr lernt, weil ihr lernt ja mit dem mit. Das heißt, ihr guckt euch Stevie Ray Vaughan an, lernt diese neuen Techniken und gebt sie ihm rüber. Und so habe ich es mit allen gemacht. Stevie Ray Vaughan, ich hatte eine Schülerin, die Death Metal können wollte. Ich hatte gar keine Ahnung von Death Metal. Ist auch jetzt noch immer nicht mein Favorite, aber ich habe mir ein Buch geholt, habe geguckt, aha, so funktioniert das. Sie hat so 3-4 Songs gehabt, die sie lernen wollte. Und die bin ich auch durchgegangen. Das Gute war, der Skill war ja da, das heißt, ich musste nur noch die Art lernen. Und es hat funktioniert. Natürlich bin ich jetzt kein authentischer Death Metal Spieler, aber es hat gereicht, um ihr einfach diese Basics zu zeigen und sie Stück für Stück nach vorne zu bringen. Ich bin ja auch immer wieder gewachsen. Also bedeutet, wenn ihr einen Lehrer habt, der sich vielleicht angleicht, das ist auch wieder cool. Das heißt, ihr habt die Probestunde und er sagt, ja, im Moment weiß ich noch nicht, kann ich das noch nicht, aber lass uns daran arbeiten. Das ist auch ganz cool, weil gewisse Basics bleiben ja immer gleich. Das heißt, wenn man wirklich als kompletter Anfänger kommt, dann muss man eh die Finger warm kriegen. Und bei mir ist es genauso. Also jeder Anfänger kriegt ein relativ ähnliches Programm, weil das hat sich bewährt und es hat funktioniert, dass die Finger locker werden, das Hornhaut sich bildet, also praktisch in dieser Richtung. Ja, bedeutet für euch, wie gesagt, nehmt nicht sofort alles, guckt euch an, was der Lehrer zu bieten hat,
macht mal die Stunde und wenn ihr mit einem guten Gefühl rausgeht, wenn ihr sagt, oh, das war gerade eine geile Stunde, ich habe jetzt richtig Bock, dann ist es cool. Wenn ihr rausgeht und sagt, naja, irgendwie hat es nicht so viel Spaß gemacht, zeitmäßig, ja, hat sich in die Länge gezogen, dann solltet ihr das nochmal überlegen, dann guckt mal, ob ihr vielleicht eine andere Schule oder jemand anderes findet oder, wie gesagt, was ich euch echt empfehlen kann, sucht euch einen Lehrer, der Skype-Unterricht macht. Ich selbst mache auch Skype-Unterricht, das heißt, wenn ihr Lust habt, wir können locker eine Probestunde machen. Skype-Unterricht funktioniert eigentlich ganz cool. Oder sucht euch eine Online-Schule, die auch einfach, wo ihr sagt, ah cool, das macht mir Spaß, macht mir mit der Person Spaß. Wenn euch das gefallen hat, wie immer, liken, kommentieren, abonnieren, versucht die Tipps einfach, die ich euch gebe, irgendwie ein bisschen in euren Alltag reinzuhauen, in euer Denken. Und ja, ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann, stay tuned.